Dieter Bohlen, 68, kann seine Sprüche einfach nicht lassen. Bei dieser Frage ist sogar Pietro Lombardi, 30, fassungslos. Sexismus-Skandal bei DSDS. War es wirklich die richtige Entscheidung, Dieter Bohlen zurück in die DSDS-Jury zu holen? Diese Frage dürften sich gerade vor allem die Verantwortlichen bei RTL stellen. Denn vor einigen Tagen machte sich der Pop-Titan bei vielen Zuschauern ziemlich unbeliebt. Wir sind die flapsigen Sprüche von Dieter Bohlen zwar alle gewohnt und irgendwie gehört er damit auch zu DSDS. Aber jetzt hat der 68-Jährige wirklich eine Grenze überschritten. Er demütigte Reality-Sternchen Jill Lange vor laufender Kamera und sprach abwertend über ihre bisherigen Auftritte im TV, sowie ihr Liebesleben. Themen, die Dieter als Juror eigentlich gar nicht interessieren sollten. Als sich die ehemalige Ex-on-the-Beach-Kandidatin dann unter Tränen im Netz meldete, trat sie regelrecht eine Lawine los. Sämtliche Stars stellten sich gegen den Pop-Titan. Jill Lange ist nicht die einzige DSDS-Kandidatin in diesem Jahr, die zuvor schon einmal in einem Reality-Format zu sehen war. Lava Baban war bereits als Verführerin bei Temptation Island und versucht nun genau wie Jill die DSDS-Jury mit ihrem Gesang zu beeindrucken. Als die 25-Jährige die Treppe hinunterschreitet, trällert Dieter fröhlich: Du hast die Haare schön. Doch so positiv gestimmt bleibt das Pop-Titan nicht lange, denn er hat die Casting-Unterlagen von Lava etwas genauer unter die Lupe genommen. Du warst schon in so einer komischen Trash-Geschichte, fragt er und Lava offenbart: Ich war bei Temptation Island, ja. Als Verführerin. Dann lehnt sich Dieter zu seinem Kollegen Pietro Lombardi rüber und fragt: Warst du da auch mal? Der 30-Jährige ist entsetzt und reagiert fassungslos. Warte, 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 das ist gerade kurz persönlich. Hast du mich gerade gefragt, ob ich bei Temptation Island war? Wir sind jeden Tag in Kontakt und du fragst mich, ob ich da war? Wir hoffen, dass es sich Dieter damit nicht nun auch noch mit seinem Buddy Pie verscherzt hat, denn wir wissen ja spätestens seit der vierten DSDS-Folge, wie die zwei zur Reality-Show und ihren Kandidaten stehen. Thank you.